herzlich willkommen zu Tag 7 des Adventskalenders. Und in 2018 habe ich mir Gedanken gemacht, ob der Ball tatsächlich im Bergischen Land, im Golfclub Velbert bei Wuppertal, tatsächlich weiter fliegt als bei mir in Timmendorfer Strand. Und hier meine Ergebnisse. Ja, und Sie wissen, ich sende Videos aus primär Timmendorfer Strand, ganz unten am Meer, wie man weiß, und hier in Golfclub Velbert. Und ich stehe hier heute auf dem 18. Abschlag, der höchste Punkt in Velbert, und vergleiche heute meinen Drive mit dem tiefsten Punkt in Golfclub Timmendorf, und das ist 29 Höhenmeter gegenüber 200 Höhenmeter hier auf dem Abschlag in Velbert im Bergischen Land. Und man würde denken, ja, das macht richtig was aus. Man hört im Fernsehen immer 10% mehr, Einschläge weniger und so weiter. Es macht auch einen Unterschied aus, vielleicht nicht ganz so viel, aber doch einen Unterschied. Aber wie und was passiert? Naja, wenn man oben ist hier, vielleicht nicht hier in Velbert, ich denke vielleicht an so 5000 Meter oder sowas, aber die Luft ist etwas dünner. Ja, also Luft ist dünner. Und deswegen, wenn man schlägt, der Ball schraubt sich weniger gegen die Luft. Deswegen fliegt er auch nicht ganz so hoch, fliegt aber weiter wegen weniger Luftwiderstand, weniger hoch, landet also flacher und rollt deswegen weiter. So, man schlägt tatsächlich flacher, als man denkt. Und der Ball hat einen sehr flachen Landewinkel. Fliegt nicht so hoch, aber das ist ja nicht so schlimm, weil es länger ist. Und das natürlich hier auf der 18 im Velbert, wo es bergab geht, ist eine super Sache, weil ich schlage natürlich meinen Driver. Und das gegenüber in Timmendorfer Strand, unsere allertiefste Bahn dort, also Abschlag 5, was am allertiefsten ist, dann ist es natürlich schon ein Unterschied. Und in Timmendorfer Strand, weil die Luft ein bisschen dicker ist, schraubt der Ball ein bisschen mehr sich gegen die Luft, das ist mein Backspin, fliegt ein bisschen höher, vielleicht auch interessant, hat einen steileren Landewinkel, rollt auch nicht so weiter und so weiter. Also ein Riesenunterschied. Also lass uns probieren, wie weit man tatsächlich hauen kann in diesen dünnen Luft hier im Bergischen Land. Ich probiere einmal. Und man sieht ja förmlich, wie weit der ja richtig fliegt. Und was habe ich davon, fragen Sie sich, dass ich in diese dünne Luft flacher schlage, Länge, flachere Landewinkel und deswegen mehr Roll? Genau, es macht bei 200 Meter gegenüber 20 Meter genau ein Meter aus. Also nicht so viel. Ja, wir müssen aus Deutschland raus, um tatsächlich überhaupt zu merken, was los ist. Also das nächste Mal, aber Sie im Urlaub sind in Chile oder Peru oder so etwas, dann wissen Sie Bescheid, dass man natürlich mit dünner Luft ein bisschen weiter schlägt und dicke Luft ein bisschen kürzer. Aber ganz ehrlich, der Unterschied zwischen Timmendorfer Strand und Velbert ist leider nicht so viel oder Gott sei Dank nicht so viel. Sogar wir servieren dieselbe Biersorte im Clubhaus und deswegen gehe ich jetzt eintrinken. Bis dann.